Hallo Zeitdruck TV hier, das sind Alex, Marshall und ich, Gero. Und wir waren auf der Straße und haben so ein paar Leute interviewt und Umfrage gestellt über Jugendkriminalität. Hallo, schönen guten Tag, Zeitdruck TV. Haben Sie vielleicht ein wenig Zeit für ein Interview? Ja, kommt drauf an. Ich wollte fragen, was Sie von Jugendkriminalität halten. Was ich davon halte? Ja, oder was man dagegen tun könnte. Mehr Optionen bringen, mehr Perspektive. Heutzutage hat sich vermehrt, die Jugendkriminalität auf jeden Fall. Wegsperren. Ihren Wort. Bindet die Jugendliche in Jugendhäuser, habt Zeit für sie, zeigt ihnen, dass es auch anders geht. Wir reden hier nicht vom Ladendiebstahl oder Schwarzfahren. Da habe ich Sie doch richtig verstanden. Ja, sondern wir auch schon so von härteren Fällen wie Einbrüche und... Naja, bei Einbruch ist immer noch eine Sache, aber alles, was mit körperlicher Gewalt zu standen hat, das hat rigoros geahndet zu werden. Ja. Okay, da haben Sie recht. Und das ist das Problem. Leute, die halb totgeschlagen werden, da sind die Leute jeden nach 5 Stunden Befragung von der Polizei wieder nach Hause. Ich meine, das ist ja in den Medien oft der Fall, dass darüber gesprochen wird, die Strafen härter und vor allem schneller einzusetzen. Also härter müsste vielleicht nicht unbedingt sein, aber halt, dass viel schneller funktioniert. Also, dass die jugendlichen Straftäter nicht lange darauf warten müssen, wirklich eine Strafe zu bekommen oder überhaupt eine Strafe zu bekommen. Ich denke, das ist das Hauptthema vielleicht für mich. Aha. Mehr Polizisteneinsatz oder halt, was soll ich sagen, mehr Securities in den U-Bahn Sicherheitsdienst. Vor allen Dingen, Sie arbeiten ja bestimmt öfters hier und Warschauer Straße. Am Wochenende, Freitag und Samstags, ist hier viel los, öfters Schlägerei, wenn man besoffen wird nach Disco, vorm Diskothek oder hier vor allem passiert viel, also passiert auf jeden Fall viel Krach hier. Also ich glaube, es ist einfach zu punktuell, dass nur die Leute, die damit in Kontakt kommen, wie zwischen das Jugendamt und die Polizei und die Leute, die halt Kinder haben, die auffällig werden, dass nur die irgendwie so richtig damit in Kontakt kommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die ganze Bevölkerung das so mitbekommt, was da für ein Problem da ist. Das ist eine allgemeine Sache, die aus dem Frust der Gesellschaft kommt. Freizeitaktivitäten für Jugendliche. Gute Antwort. Ja. Also ich habe selbst erfahren, dass in den letzten 10 Jahren so viele Jugendzentren geschlossen wurden. Gerade zum Musizieren. Ja, sie können schon, aber der Senat streicht ja alles. Musikalternativen bringt schon was, genauso wie eine berufliche Alternative bringen. Heutzutage muss man sich für alles irgendwie 2 Ausbildungen bringen. Mit der ersten kommst du nicht weit, dann kommt meistens der 2. Bildungsweg. Weil halt zu wenig Geld da ist. Das ist richtig. Sag mal, Geld ist schon genug da. Sag mal, es wird an der falschen Stelle ausgegeben. Genau, also hat die Politik auch nicht ganz damit keine Schuld. Natürlich, sie hebt das Geld doch falsch aus. Ja, also hat die Politik, ich meine so, die, hat die Politik auch Schuld. Nur eigentlich nur Schuld. Ja. Vielleicht mehr Geld in Jugendprojekte stecken und zum so. Zum Beispiel, aber wir müssen Afghanistan bezahlen. Ja, ist wichtig. Das ist richtig, genau. Ist völlig okay. Klar. Dann vielen Dank. Aber das andere ist, wie gesagt, kommt auch dazu. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Und dass Jugendliche, die das Problem haben, in Kontakt kommen mit Jugendlichen, die kompetenter sind. Genau. Projekte erschaffen, wo man Jugendlichen zusammenbringt und es begleitet. Okay. Also ich glaube, das wäre gut gekommen. Okay. Danke, vielen Dank.